Ich höre hier irgendwas. Da schleicht, glaube ich, irgendeiner rum. Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Da unten sind welche. Da unten stehen wir. Erstaunspflänzchen. Meine Pflanzen nicht gegossen, das rächt sich jetzt, oder soll ich jetzt machen? Ja, ist nämlich ganz schön heiß hier bei uns, ja. Und wenn man da vergisst zu gießen, das geht gar nicht gut, aber das wisst ihr ja. Genau, das sind Butternut-Kürbisse. Mit denen habe ich ein bisschen Probleme, wegen dem Boden ist alles nicht so ganz einfach. Deshalb bin ich mit denen am Kämpfen. Aber wie du siehst, die eine oder andere holen sich. Und jetzt, ja, mal gucken, was da gibt. Genau, die sind Tomaten. Die haben, wie du siehst, ein bisschen Wasserprobleme. Die brauchen echt viel Wasser. Und wenn da einmal am Abend ein Schieß oder so, sieht das wie jetzt aus. Ja, wenn du da ein bisschen verfeilst und heute Morgen. Wir lassen die mal machen. Die schleichen hier rum, sind gerade am Garten gießen. Vielleicht habt ihr was gehört. Gucken mal, ob sie uns nachher noch besuchen. Das Video von heute Morgen, ihr Lieben, als wir das erste Mal auf sie getroffen sind, hat leider nicht funktioniert an meiner neuen Kamera und dem neuen Mikrofon. Die wollen nicht zusammenspielen, da klackert es ein bisschen. Deswegen spiele ich euch das Video jetzt doch kurz noch ein. Es sind 40 Sekunden mit Klackern im Hintergrund. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das, aber ja, anders war das nicht möglich. Die machen schon ein Interview. Da sitzt er. Und da platzen wir jetzt natürlich einfach mal rein. Wunderschön. Die sind tatsächlich da und das ist das ZDF-Team. Winkt ihr mal für YouTube. Hi. Hi, hi. Wir gehen Kaffee trinken, wir sehen uns bestimmt nachher nochmal. Ich will euch gar nicht länger stören. Tatsächlich das ZDF bei uns. So. Ja. Lassen wir uns mal überraschen. Als würde sie gerne zelten oder nicht so tut, als wäre das voll ihr Ding, weißt du, sondern das ist ja auch unser Ansatz bei Weitwürdig. Ich arbeite auch für Weitwürdig manchmal, dass wir halt unsere ehrliche Meinung sagen. Was du so auch hier machen würdest. Weil dann haben wir nochmal, weißt du, so eine Szene, wir haben jetzt hier dein Haus, hast du es dir erklärt? Ich denke, das ist Erwachen, das kommt jetzt. Die Menschen müssen wieder raus in die Natur, sie müssen ein bisschen nachhaltiger werden, einige Dinge hinterfragen, wie wir gerade leben und was wir da wirklich tun, was wir vor allem wirklich wollen, was wir brauchen. Ich denke schon, dass da ein großer Wandel gerade stattfindet. Deswegen bin ich auch irgendwie froh, dass ihr hier seid und das zur breiten Masse so ein bisschen näher bringt. Also so eine Aussteiger-Themen, alternatives Leben, das findet riesen Anklang, wenn du das auf YouTube stellst oder so, das wird immer die erfolgreichsten Reportagen haben. Weil ich glaube, viele Leute haben dieses Gefühl der Leere in ihrem alltäglichen Leben, weißt du? Ja, denke ich auch. Total. Und nee, gibt es gar nicht und vielleicht gar nicht machen, überhaupt nicht. Aber wir haben keinen Einfluss auf irgendwas. Ja. Nachher im Schnittstudio. Ich weiß nicht, warum ich gerade so nervös war, wenn ich die Kamera habe. Mir geht das auch so. Also wenn ich interviewt werde, was nicht oft passiert, dann bin ich super nervös. Wahnsinn. Ja. Und ich mache das täglich. Ich mache das täglich. Ja. Genau, weil wenn du dann so eine Szene abweist und du gehst dazu hin und bekommst irgendwas von ihm oder hilfst, so, dann hat man auch das Teil, wie die Community miteinander ist echt positiv alles. Ja, ja. Wir tauschen uns Kaffee immer aus. Ja, sowas. Das können wir vielleicht dann später... Weiß nicht.
Also nee, zum Glück gehen wir. Pascal, noch für die YouTuber das letzte Video, das so heiß diskutiert. Nee, wir haben das geklärt. Nee, ja. Wir haben miteinander gequatscht. So, ist so, auch kein Groll und auch kein hier mit Authentizität und weiß nicht was. Wir haben uns ausgesprochen. Wir haben uns ausgesprochen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Auch nochmal an euch, bevor irgendwas in euch trägt, sprecht es mit euren Kumpels aus. Tragt es nicht in euch irgendwie hin und mit euch drin rum. Immer alles offen und ehrlich miteinander quatschen. Das, so konnten wir das jetzt lernen. Wir haben einfach verschiedene Wege, verschiedene Ansichten und das ist ja auch das, was uns bereichert. Nämlich wir bekommen eine andere Ansicht auf die Dinge und ja, der eine so, der andere so. Das macht uns ja aus, deswegen ist es ja so geil, weil wir alle individuell sind. Genau. Ich wünsche dir viel Spaß. Ja, ich war gerade echt nervös bei dem, wo die Kamera auf mich ist. Die haben meinen Puls gemessen, aber gar nicht. Was ist jetzt los? Und Kamera ging dann irgendwann aus. Ich weiß auch nicht, die hat zwischendrin jetzt irgendwann ausgemacht. Aber ich hoffe, wir kriegen eine kleine Stelle mit drin. Ja. Auch wenn ich mir jetzt raus war. Natürlich können sie es nicht versprechen, klar. Aber vielleicht auch privat einfach ohne. Ja, genau. Die Drohne liegt da nur. So, wir wandern jetzt auch weiter. Ja, da schreit einer. Ja, er kremlig. Das ist der Nachbar. Nein, keine Sorge. Der ist gut. Was schreit er denn? Ach, der unterhält sich gern mit seinen. Nee, das sind so seine Ansichten, wo er einfach laut kundgibt. So, ihr Lieben, nochmal privat ohne ZDF und so, schaut mal echt auf die Homepage und auch im Freundeskreis und so, weil das findet, glaube ich, echt Anklang. Auf jeden Fall. Wir versuchen das so professionell wie möglich zu machen. Ja. Also das soll nicht irgendwie ein Abklatsch von Beneficio werden. Ja. Ja, ihr Lieben, es ist die ganze Zeit abgebrochen. Ich konnte nicht alles filmen. Aber wir hatten ein gutes Gespräch, obwohl ich mega nervös war und ich weiß nicht, woran das lag. Ach je. Ja, ihr Lieben, ist so schade, dass es mit dem Mikrofon nicht geklappt hat beim ersten Mal mit dieser Kamera. Aber naja, so, wir lassen sie mal machen.